der Loop-Sprache. Und ich meine, das ist eigentlich ein ganz guter Einstieg nochmal. Und zwar, die Loop-Sprache ist ja eine super einfache Sprache. Es gibt nur eine konstante Null und dann die Successor- und die Predecessor-Funktion und das Loop-Konstrukt. Das ist alles, was wir haben. Ja? Und mit diesem Loop-Konstrukt und der Successor-Funktion und nochmal nur eine konstante Null, ja? Damit können wir erst einmal die ganzen natürlichen Zahlen realisieren, und zwar über diese Successor-Funktion. Ja? Können wir konstruktiv durch die Successor-Bildung uns die unendliche Menge der natürlichen Zahlen erzeugen. Ja? Wir brauchen natürlich einen unendlichen Speicher. Also sprich, diese Variablen, in die wir dann quasi die Nachfolger speichern, die müssen natürlich unbegrenzt sein. Da muss ich beliebig große Objekte reinspeichern können. So. Und dann können wir über das Loop-Konstrukt mit der Successor-Funktion die Addition definieren. Ja? Das haben wir ja hier links oben. Ja? So. Und wenn wir die Addition haben, können wir mit genau dem gleichen Konstruktion die Multiplikation machen. Damit können wir die Potenzierung. Mit der Potenzierung können wir das gleiche Spiel nochmal machen. Das können wir beliebig oft wiederholen. Und damit können wir mit der Loop-Sprache quasi so eine Hyper-Funktion, also Potenzierung auf beliebigem Level, können wir implementieren, indem wir nur, ich meine, wir sehen es ja hier, für die Addition haben wir eine Loop-Schleife, Multiplikation 2 geschachtelte Schleifen, Potenzierung 3, Hyper 4, und so weiter. Und wenn wir beliebig viele Schleifen, Schachtelungsebenen draufsetzen, können wir praktisch diese Hyperfunktion in beliebiger Ebene repräsentieren. Das heißt, wir können diese Knusche Up-Arrow-Notation für ein beliebiges N allein mit der Loop-Sprache implementieren. Ja? So, was wir aber nicht mehr können, ist die Ackermann-Funktion implementieren. Ich meine, die Ackermann-Funktion ist ja eigentlich nichts anderes als diese Up-Arrow-Notation. Ich meine, wir sehen es hier, das ist die Knusche-Funktion, das ist die Ackermann-Funktion. Aber wo ist der kleine subtile Unterschied? Also das hier lässt sich noch mit Loop implementieren, das nicht mehr. Ja, der Trick ist der. Das hier lässt sich auch nur dann mit einer Loop-Schleife implementieren, wenn ich das n hier festlege. Für festes n, das heißt, also n gleich 1 wäre die normale Potenzierung oder n gleich 2 wäre diese Hyperfunktion, das lässt sich implementieren für festes n. Aber hier bei der Ackermann-Funktion ist dieses n variabel. Ja? Und das heißt, wir bräuchten, um die Ackermann-Funktion für, was weiß ich, n gleich 7 zu berechnen, ich glaube 7 plus 2, also 9 geschachtelte Schleifen. Ja? So, und für variables n bräuchten wir irgendwie so eine Loop-Sprache, die dynamisch die Schleifenschachtelungsebenen verändern kann. Und das geht natürlich nicht. Ja? Also wir können nicht dynamisch den Source-Code verändern in der Loop-Sprache. Das ist der Punkt. Also die Zahl der Schleifen, Schachtelungsebenen, die steht natürlich fest. Und deswegen geht es mit der Ackermann-Funktion nicht mehr. Okay, was ist denn, sorry, jetzt muss ich mal kurz hier raus. Ah, was ist denn jetzt los? Und das geht immerhin noch. Warum? Er akzeptiert jetzt die Tasten nicht mehr. So, jetzt schauen wir mal, ob er das... Ah ja, zack. Mal schauen, was er jetzt macht. Ah ja, jetzt sind wir hier draußen. Aha.
Ah, alles klar, jetzt geht's wieder. Okay, so Ackermann-Funktion. Und dann ganz wichtig eben hier diese Folgerung aus dem Satz, dass die Ackermann-Funktion nicht loopberechenbar ist. Ja? Und damit sehen wir, ja, dass die Loop-Sprache nicht genug ist. Ja? Und zwar, ja, die reicht nicht aus, um bestimmte rekursive Programme zu implementieren. Also die Ackermann-Funktion, die hat eine Struktur von Rekursion, die nicht mehr per Loop-Programm implementierbar ist. So, okay, jetzt kommen wir dann zu den While-Programmen und dafür brauchen wir jetzt den Begriff der partiellen und totalen Funktion. Ja? Gut, also der generell der Funktionsbegriff hier jetzt in der Informatik ist ein bisschen ein anderer als in der Mathematik. Ja? Also, ich meine, hier sind wir uns nur einig, also eine Funktion oder Abbildung verstehen wir eine Vorschrift, die jedem Element x der Definitionsmenge, und jetzt kommt der Unterschied, die Mathematik täte es hier heißen, genau ein Element der Zielmenge n zuordnet, wir sagen hier höchstens ein Element. Ja? So, das heißt, Funktionen in der Informatik, die dürfen auch undefiniert sein für bestimmte Elemente des Definitionsbereichs. Ja? Und das werden wir gleich sehen, wofür wir das brauchen werden. So, und damit können wir jetzt unterscheiden zwischen totalen und partiellen Funktionen. Total ist eine Funktion, wenn für jedes Element x aus m ein Element f von x der Zielmenge existiert. Ja? So, und zwar ein Element, Vorsicht, da könnte man jetzt meinen, ha, das ist ja interessant, wir können jetzt plötzlich einem Element x aus dem Definitionsbereich auch zwei Funktionswerte zuordnen. Steht ja, für jedes x ein Element existiert. Da steht nicht genau ein Element existiert. Aber tatsächlich ist es natürlich genau ein Element wegen diesem höchstens hier. Weil höchstens und mindestens miteinander ist genau 1. So, und eine Funktion heißt partiell, wenn sie für mindestens ein x aus m undefiniert ist. Ja? Also wenn es mindestens einen Wert x gibt, für den eben kein Element aus der Zielmenge existiert. Okay. So, ja. Und jetzt ist es so, wir können jede partielle Funktion auch in eine totale Funktion umwandeln. Und das werden wir in der Informatik auch genauso immer wieder brauchen. Ja? Wir haben eine Funktion von m nach n, also eine partielle Funktion. Und daraus machen wir jetzt eine neue Funktion g, die total ist von m nach n vereinigt diesem Symbol, und dieses Symbol, das ist das Undefiniert-Symbol. Ja? So, und zwar die Funktion g ist nämlich so definiert, die ist nämlich, die bildet auf diesen Wert undefiniert ab, falls f von x nicht definiert ist, und ansonsten macht die das gleiche wie f. Ja? Also diese Funktion g, das ist die Funktion f, aber zusätzlich an all den Stellen, wo f nicht definiert ist, liefert g den Wert undefiniert zurück. Vielleicht machen wir schnell ein Beispiel an der Tafel. Naja, mit der weißen Kreide sieht es wieder mal wie immer sehr schlecht aus hier. So, und zwar, wir nehmen f von den reellen Zahlen nach, ja, genau, nach L, f von x ist gleich 1 durch x. So. In der Mathematik hätten wir hier schon ein Problem. In der Mathematik wäre das nicht erlaubt, was da steht. Warum?
x0 sein kann. Genau, weil x0 sein kann und da ist die Funktion nicht definiert. Was würde man in der Mathematik hinschreiben? Was würde man ändern in der Mathematikvorlesung? Beim linken R ohne 0. R ohne 0 hier hinschreiben und dann ist alles in Ordnung. Ja? Aber wir erlauben ja auch jetzt Funktionen, die nicht überall definiert sind. So, und wie machen wir daraus eine totale Funktion g von x? G von x ist gleich. Naja, ist doch ganz einfach. Undefiniert für x gleich 0 und ist gleich f von x sonst. Fertig. Und diese Funktion g ist jetzt auf ganz R definiert. Für x gleich 0 liefert sie halt diesen Wert zurück. Okay. So, und wir werden demnächst sehen, wofür wir das brauchen. So, alle, und jetzt können wir sofort einen Satz aufschreiben, nämlich alle loop-berechenbaren Funktionen sind total. Ja, warum denn? Also total, was heißt denn total? Eine Funktion ist total, wenn sie für jeden erlaubten Eingabewert einen Ausgabewert berechnet. Wenn sie nirgends undefiniert ist. Die ist überall definiert. Ja? So, warum sind alle loop-berechenbaren Funktionen total? Das sehen wir, wenn wir die Semantik hier nochmal uns anschauen von der Loop-Sprache. Naja, ich meine, diese Geschichten hier, Wertzuweisung, Successor, Predecessor, die liefern immer für jeden möglichen Wert ein Ergebnis. Also, das heißt, da sind wir auf jeden Fall total. Hier sind wir auch total. Wenn wir zwei Loop-Programme haben, P1 dessen Wert berechnet und P2, dann ist auch die Komposition wegen dem hier auch total. So, das einzige Kritische sind die Schleifen. Aber wegen dieser statischen Schleifendefinition, das heißt, die Semantik hiervon ist ja, wir führen einfach P mal das aus, dann ist das ja nichts anderes als das hier, bloß mehrfach wiederholt. Ja? Und damit ist natürlich auch das Schleifenkonstrukt total. Und damit haben wir diesen Satz bewiesen, nämlich, dass alle loop-berechenbaren Funktionen total sind. Ja? So. Und das wird sich jetzt dann ändern, wenn wir dann unsere Sprache erweitern. Aber bleiben wir noch kurz bei der Loop-Sprache. Und zwar, wir können mit der Loop-Sprache auch das Keller-Konstrukt von Keller-Automaten definieren, ja, oder simulieren. Und das ist natürlich interessant. Ja. Weil, denkt man zurück an die Kellerautomaten, mit den Kellerautomaten können wir ja nicht nur reguläre Sprachen, sondern kontextfreie Sprachen erkennen. Ja? Also ein Beispiel für so eine kontextfreie Sprache war ja die Palindromsprache. Genau, die Palindromsprache, also sprich, das sind Wörter, die in der Mitte gespiegelt sind. Ja? Und die zu erkennen, das geht ja mit endlichen Automaten nicht mehr. Da brauchen wir den Keller, weil da können wir schön in den Keller die erste Hälfte reinspeichern und bei der zweiten Hälfte dann quasi symmetrisch die erste wieder rausholen aus dem Keller. Und vielleicht erinnern wir uns dran, es gab ja zwei Arten der Palindromsprache. Nämlich die ganz normalen Palindrome und dann die, bei denen die Mitte gekennzeichnet ist. Ja? Und wie war denn das? Was für Maschinen brauchen wir für Palindrome, wo die Mitte gekennzeichnet ist und für welche ohne Mitte gekennzeichnet? Ohne Kennzeichnung braucht man nicht deterministische. Was? Turing? Oder?
Turing-Maschinen kennen wir noch nicht. Ohne Kennzeichnung braucht man ja den Keller, um den Keller dann aufzubauen und abzubauen. Und die, mit Kennzeichnung konnten wir auch einen deterministischen Automaten, also keinen Kellerautomaten verwenden, weil der, die Kennzeichner können wir bis zur Kennzeichnung aufbauen und ab der Kennzeichnung dann abbauen. Ja, wenn man jetzt die Worte ein bisschen umbaut und so weiter, dann stimmt's, ja. Also es ist richtig deterministisch und nicht deterministisch, aber wir brauchen in beiden Fällen einen Kellerautomaten. Also wenn wir die Kennzeichnung haben, dann tun wir die erste Hälfte in den Keller rein. Wenn dann das Dollar-Symbol kommt, dann fangen wir an, den Keller abzubauen. Ja? Das kann ein deterministischer Automat machen. Aber wenn wir keine Kennzeichnung haben, brauchen wir den nicht deterministischen, weil irgendwoher muss der wissen, wann die Mitte da ist. Weil das sieht er ja nicht an der Stelle, wo die Mitte kommt. Ja? So, also wir brauchen einen nicht deterministischen Kellerautomaten für die Palindromsprache. Und wenn aber die Mitte gekennzeichnet ist, dann tut es ein deterministischer Kellerautomat. So, und interessant ist natürlich jetzt die Frage, was können wir mit der Loopsprache? Sind wir vielleicht so mächtig wie deterministische Kellerautomaten oder wie nicht deterministische Kellerautomaten? Das ist natürlich eine interessante Frage. So, ja, und dazu braucht man natürlich erst einmal einen Keller. Und da gibt es jetzt ein ganz lustiges Konstrukt, nämlich die Cantorsche Paarungsfunktion, mit der wir einen Keller simulieren können. Und zwar ist die Idee folgende. Ich meine, wir haben ja in der Loopsprache unseren quasi Hauptspeicher, das ist diese Menge der Variablen. Ja? Und wir benutzen jetzt eine Variable als Keller. Wir stopfen quasi alles in diese eine Variable rein. Ja? Und zwar, wie wird das gemacht? Mit der modifizierten Cantorschen Paarungsfunktion. Warum die so heißt, werden wir nachher noch sehen. Pi von x, y gleich 2 hoch x plus y plus x. So. Ja, wozu ist das Ding gut? Naja, ich meine, und zwar, wir wollen einen Keller implementieren. Und ein Keller hat immer zwei Operationen, eine Push-Operation und eine Pop-Operation. Also Push, ein Element in den Keller rein, und Pop, eins rausholen aus dem Keller. Und das hier wird unsere Push-Operation sein. Ja? Also wir können eigentlich dieses Pi ersetzen durch Push von x, y. Ja? Das heißt, wir tun das Element x in den Keller y rein. Also y ist die Variable, die den Keller repräsentiert, und jetzt kommt das x in den Keller rein, zusätzlich. Und das rechnen wir so aus. Ja? Okay, gut. Und diese Cantorsche Paarungsfunktion, die lässt sich per Loop-Sprache so implementieren. Ja? Und zwar, wir sagen, also der x0 ist ja immer der Return-Wert, also da ist die Variable, wo der Return-Wert dann drin steht. So. Wir sagen erst einmal, also Cantor von x1, x2, das entspricht diesen beiden. x1 entspricht x und x2 entspricht y. Dann sagen wir erst einmal x0 gleich x1 plus x2. Das ist praktisch hier der Exponent. Die Summe von den beiden Argumenten. So. Und jetzt sagen wir x0 gleich 2 hoch x0. Jetzt haben wir das hier ausgerechnet. Naja, und jetzt müssen wir noch das x1, das erste Argument dazu addieren, also x0 gleich x0 plus 1, fertig. Damit ist die Cantorsche Paarungsfunktion implementiert mit der Loopsprache. So. Ja, okay. Und ja, ich meine, jetzt sehen wir erst einmal, ich meine, es ist noch nicht bewiesen, dass das ein Keller darstellt, aber wir sehen erst einmal, dass wir einfach eine beliebige Liste von Zahlen in eine Zahl kodieren können. Also n1 bis nk. Und zwar, was machen wir? Wir wenden zuerst die Paarungsfunktion an
auf N1,0, also das entspricht dem leeren Speicher, da tun wir N1 rein. Dann wenden wir Pi mit N2 auf das Ergebnis an und so weiter, bis am Ende Pi von NK, dem vorherigen Ergebnis. Und so können wir quasi rekursiv in diese eine Variable alle diese Werte hier reinstopfen. Ja? Und es entsteht immer wieder eine neue Zahl. Die interessante Frage ist natürlich, geht da nicht irgendwas verloren? Ja? Ich meine, wir könnten uns ja auch was viel Einfacheres überlegen. Wir hätten ja auch sagen können, Pi von x, y ist gleich x plus y. Warum machen wir nicht so was Einfaches? Wäre doch viel einfacher als das da. Warum würde das hier nicht funktionieren? Weil es Zahlen gibt, für die das Gleiche rauskommt, die aber andere Input sind. Genau. Zum Beispiel gilt ja Pi von 2,3 ist gleich Pi von 3,2. Und das ist gar nicht gut. Warum nicht? Wir wollen ja die erste Zahl in den Keller legen, oder? Und dabei verlieren wir die dann ja. Weil wir wissen ja nicht mehr, was vorher dabei rausgekommen ist oder was wir reingeschickt haben. Ja, eben. Ich meine, das heißt, wenn wir jetzt auf diesen Keller die 2 oben drauf tun, steht das Gleiche drin, wie wenn wir auf den Keller die 3 oben drauf tun. Ja? Das heißt, das hier entspricht einer anderen Zahlenliste als das. Das heißt, wir können unterschiedliche Keller nicht mehr unterscheiden. Und damit ist das Unsinn. Ja? So, und jetzt können Sie vielleicht, ja, wie soll ich sagen, die Genialität von dieser Idee einschätzen. Ja? Weil diese Funktion, da landet zwar alles in einer Zahl am Ende. Ja? Also der Keller hat vielleicht den Wert 425. Und ich kann dann eindeutig wieder rekonstruieren, was drin war in dem Keller. So, aber das werden wir gleich sehen. So, ja, genau. Schauen wir vielleicht erst einmal die Wertetabelle unserer Paarungsfunktion an. Ja? Und zwar, in diesem Diagramm, da haben wir hier x aufgetragen und da y. Ja? Und diese Cantorsche Paarungsfunktion, also ich will das jetzt nicht vorrechnen, das können Sie ja ganz leicht selber nachrechnen. Also was weiß ich, Pi von 2,3 ist dann offenbar 9. Ja? So, und interessant ist eben das, also hier haben wir x und da haben wir y. Und das ergibt dann natürlich so eine zweidimensionale Matrix. Ist ja klar, wir haben zwei Argumente. So, und interessant ist nämlich das, dass wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 und dann, gut, dann gibt es hier eine Lücke, 8, 9, 10, 11, dann gibt es noch eine größere Lücke, dann geht es weiter mit 16, 17, 18, 19, 20, dann geht es bei 32 weiter. Und zwar, Sie sehen, hier sind die Zweierpotenzen. Ist klar, das kommt natürlich davon. Ja? Also wenn, Moment, ja genau, wir können jetzt ja mal schauen, für x gleich, oh sorry, das geht bei 0 los. Ja? Also für x gleich 0 haben wir hier 2 hoch y. Das sind die Zweierpotenzen. Genau. Ja? Also geht bei x gleich 0 und y gleich 0 los. Ja? Ist klar, da haben wir die Zweierpotenzen, also y gleich 4, dann haben wir hier 2 hoch 4 und da haben wir dann 2 hoch 3 plus 1, also x gleich 1, also wieder 2 hoch 4 plus 1. Ja? Und da haben wir 2 hoch 2 plus 2, also 2 hoch 4 plus 2 und so weiter. Also wenn wir hier die Diagonale hochgehen, dann wird es schön hochgezählt. Und ganz wichtig jetzt an der Tabelle ist das,
dass keine natürliche Zahl zweimal vorkommt. Ja? Und das ist erfüllt. Wir sehen es ja, es geht hier bei einer Zweierpotenz los. Und ganz wichtig ist, das endet hier, bevor wir bei der nächsten Zweierpotenz sind. Wenn es hier weitergehen würde bis über 16, dann hätte man natürlich ein Problem. Dann würde die 16 zweimal vorkommen. Tut sie aber nicht. Ja? Weil nämlich die Länge von diesen Diagonalen ist viel kürzer als so eine Zweierpotenz. Wenn wir zum Beispiel hier hinschauen, das geht von 64 bis 70 und dann erst bei 128 weiter. Dann geht es hier bis 135 und da bei 256 weiter. Also tatsächlich gehen wir eigentlich relativ verschwenderisch um mit unseren natürlichen Zahlen. Wir brauchen den größten Teil der natürlichen Zahlen gar nicht. Aber das kann uns jetzt eigentlich an der Stelle egal sein. Wichtig ist nur, keine Zahl kommt zweimal vor in dem Diagramm. Ja? Und damit ist klar, dass wir eindeutig, ich meine zumindest jetzt erst einmal, wenn wir das Diagramm anschauen, wir können ganz leicht sagen, also wir können zum Beispiel auf die Zahl 34 ganz leicht die Pop-Operation anwenden, indem wir, also wir wollen ja das X rauskriegen. Was war oben auf dem Speicher? Das ist das X. Naja, was machen wir? Wir schauen uns einfach hier den Index an. Also das oberste Element hier ist 2 auf diesem Stapel. Ja? Und das Y ist 8. Das heißt, wenn wir wenn der Keller, nennen wir den mal K, gleich 34 ist und wir machen Pop von K, liefert uns zurück, was haben wir gesagt, 2. Und danach ist dann K gleich 0, 1, 2, 3. Und dann Pop. Wieder Pop von K liefert uns 1. Und K hat dann den Wert 0. Okay, also wir sehen, wenn der Speicher den Wert 34 hat, dann sieht der Speicher, also jetzt anschaulich dargestellt so aus, 2, 2, 1. So, ja. Die zwei Elemente sind dann drin. Okay, gut. Ja, und wir wollen jetzt natürlich ein Loop-Programm angeben, was uns aus dem Keller die Elemente wieder rausholt. Das heißt, wir wollen ja nicht anschaulich mit diesem Diagramm, weil das geht nicht, weil wir wollen ja vielleicht auch für ganz große Zahlen, die wir nicht mehr hier aufschreiben können, das Ganze ausrechnen. Also wir müssen eine Rechenvorschrift angeben. Naja, und ich meine, wenn wir uns diese Diagonalen hier anschauen, dann kriegt man eigentlich auch schon die Idee dafür. Und zwar, wichtig ist, in dieser Diagonalen hier, da stehen Zahlen drin, also Zweierpotenz, nämlich 32, 2 hoch 5 plus 1, 2, 3, 4, 5. Und das endet hier lang bevor wir bei der nächsten Zweierpotenz sind. Ja? Das heißt, wenn wir jetzt von 34 wissen wollen, was das oberste Element ist, dann können wir zum Beispiel hergehen und schauen, was ist denn diese letzte Zweierpotenz hier. Ja, und dann müssen wir natürlich, also wenn wir die dann haben, dann müssen wir nur schauen, in welcher Spalte wir waren und dann so viele Zeilen abziehen und dann sind wir hier. Das ist die Idee. Also wir müssen erst einmal herausfinden, welche Zweierpotenz das war. Und das machen wir so. Das ist unser Loop-Programm, um die inverse Cantor-Funktion auszurechnen. Also die inverse Cantor-Funktion, die liefert mir ja, also von x0. x0 ist mein Kellerinhalt. Und die inverse Cantor-Funktion liefert mir dann zurück x1,
nämlich das oberste Element vom Keller und den Rest. Genauso wie wir es hier gemacht haben. Ja? Also von bei der 34, die 2 ist das oberste Kellerelement und das ist der Rest, der noch drin steht im Keller. Wir brauchen 2 Return-Werte und das haben wir hier, x1 und x2. So. Und jetzt fangen wir mal an mit diesem kleinen Loop-Programm hier. Ja? Also von hier bis hier. Loop x0, also wir laufen x0 mal diese Loop-Schleife durch. Und x0 ist ja, denk mal jetzt an die 34. Ja? Wir zählen jetzt alle Zahlen von 1 bis 34 hoch. Ja? So, und prüfen jetzt, ist 2 mal 2 hoch x3 kleiner gleich x0. Oh, sorry, das habe ich noch notiert. Hier fehlt eigentlich vor dem Anfang von diesem Loop-Programm ein x3 gleich 0. Oder langsam, wie war denn das? Oder brauchen wir das nicht? War das so bei der Semantik von Loop-Programmen, dass dieser Speicherinhalt alle Variablen, die nicht initialisiert werden, sind 0? Das ist die Frage. Wenn eine Variable automatisch mit 0 initialisiert wird, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Dann brauchen wir es nicht. Ansonsten, aber es schadet nichts, wenn wir hier hinschreiben, x3 gleich 0. Ja? Okay, also x3 ist am Anfang 0 und jetzt prüfen wir ab, ob 2 mal 2 hoch x3 kleiner gleich x0 ist. Ja? Also am Anfang 2 mal 2 hoch 0, also ist 2 kleiner gleich x0. Das ist die Frage. Hier zurück. Sind wir hier in dieser Reihe, nämlich 2 hoch 1 da diagonal hoch. Ja? So, das ist beim ersten Durchlauf und beim zweiten Durchlauf werden wir dann hier sein. Denn x3 wird um 1 erhöht. Jetzt wird x3 um 1 erhöht und dann fragen wir, ist 2 mal 2 hoch 1 kleiner gleich x0 und dann sind wir bei 4. Und dann 2 mal 2 hoch 2 und so weiter. Das heißt, wir zählen hier die Zweierpotenzen hoch und prüfen immer, sind wir noch kleiner gleich x0. Ja? So, und das machen wir, bis wir bei x0 angekommen sind. Also quasi bis 34. Wir zählen die Zweier, wenn wir jetzt 34 haben im Speicher, dann zählen wir hoch. 2 hoch 0 ist kleiner als 34, 2 hoch 1, 2 hoch 2, 2 hoch 3, 2 hoch 4 ist 16, ist immer noch kleiner. Und ja, und dann, und wir zählen ja die Zahl praktisch hoch. Wir zählen ja das x0 hoch in dieser Schleife. Und wenn wir dann bei 34 angekommen sind, dann wissen wir, das aktuelle x3 ist dann die größte Zweierpotenz kleiner gleich 34 zum Beispiel. An der Stelle ist x3 die maximale Zahl n, sodass 2 hoch n kleiner gleich x0 ist. Ja? So. Das heißt, wir kennen jetzt die entsprechende Zweierpotenz. So. Und jetzt sagen wir, hier, da ist die Cantorsche Paarungsfunktion. Wir kennen jetzt diese entsprechende Zweierpotenz, aber unser Wert, unser Kellerwert, das wäre jetzt hier die 34, ist die Zweierpotenz plus x. Das heißt, wir müssen jetzt dieses x noch abziehen. Wir müssen, wie war das nochmal? Genau, wir wissen jetzt die Zweierpotenz des x3. Ja? So. Und unser Wert Pi, was war denn das? Das war x0, genau. Also die, und jetzt gehen wir her und ziehen von x0, wenn wir da die Zweierpotenz abziehen, also Pi von x, y minus das hier, gibt x.
So, also x1 gleich x0 minus die Zweierpotenz, dann wissen wir das oberste Element. So. Und wenn wir das oberste Element wissen, also wenn wir das x wissen, dann können wir das y ausrechnen. Wir kennen diese Summe hier, wir wissen die Zweierpotenz, das war x3, also können wir dann sagen x2 gleich x3 minus x1 und wir haben den, quasi den Kellerinhalt danach. So, also inverse Cantor-Funktion lässt sich berechnen und damit ist unser Speicher nämlich so implementiert. Ja? Also wir können quasi einen neuen Speicher anlegen, indem wir in eine Variable xj den Wert 0 reinschreiben. Und die Push-Operation ist nichts anderes als die Cantor-Funktion und die Pop-Operation ist die inverse Cantor-Funktion. So, also können wir mit der Loop-Sprache einen Speicher simulieren oder implementieren. So, wir schauen uns gerade noch mal ein Beispiel jetzt an. Zum Beispiel Push von 5,0. Also, wir haben den leeren Keller und tun die 5 rein, das heißt, wir rechnen 2 hoch 5 plus 5 macht 37. Ja? Genau, 2 hoch 5 ist 32 plus 5 macht 37. So. Und jetzt tun wir außerdem noch eine 4 rein in den Speicher und dann rechnen wir aus, 2 hoch 4 plus 37 plus 4 macht 2 hoch 41 plus 4. Man sieht daran auch schon ein bisschen, dass wir tatsächlich sehr verschwenderisch mit unseren Zahlen umgehen. Ja? Also wir speichern 4 und 5 in unserem Keller und jetzt steht drin die Zahl 2 hoch 41 plus 4. Naja gut, aber ich meine, heutzutage haben wir ja keine Speicherplatzprobleme mehr. Was ist denn 2 hoch 41? Naja, das ist eine 1 mit 40 Nullen dahinter. Ja, okay, schreiben wir halt 40 Nullen hin, ist doch kein Problem. Ja? Und dann addieren wir noch 4 dazu. Ja? Also wir können das sicher effizienter machen, aber ich meine, interessant ist, damit ist gezeigt, wir können mit der Loop-Sprache einen Keller implementieren. Wir können es natürlich auch anders machen. Okay, gut. Und jetzt schauen wir genau noch, uns noch kurz die Pop-Operation an. Pop von 2 hoch 41 plus 4, das steht ja aktuell gerade im Keller drin. Dann rechnen wir aus x0 gleich 2 hoch 41 plus 4. Genau, das ist ja unser x0 am Anfang. So, und dann eben durch dieses Hochzählen von den Zweierpotenzen kriegen wir raus, der Exponent war 41. Dann rechnen wir aus x1 gleich x0 minus 2 hoch 41. Also x0 war das hier, diese Zahl. Minus 2 hoch 41 macht das, 2 hoch 41 plus 4 minus 2 hoch 41 macht 4. So. Und x2 ist dann x3 minus x1, also 41 minus 4 macht 37. Okay, gut. Ach so, halt, bevor wir jetzt zu den While-Programmen kommen, können wir uns ja jetzt nochmal Gedanken machen über unsere Loop-Sprache und diese Keller-Geschichte. Und zwar stelle ich jetzt folgende Frage. Also wir haben die Loop-Sprache. Wir können damit einen Keller implementieren. Können wir jetzt mit der Loop-Sprache kontextfreie Sprachen erkennen? Also können wir damit das Wortproblem für kontextfreie Sprachen lösen? Das konnten wir ja mit dem Kellerautomaten. Ja? Das heißt nicht alle? Zum Beispiel das ohne Kennzeichen, das Palindrom ohne Kennzeichnung nicht, weil das wäre ja nicht deterministisch. Und unser Programm läuft ja immer deterministisch ab. Und deswegen können wir das zum Beispiel, glaube ich, nicht erkennen. Ja, das ist, also das ist, präzisieren wir die Frage. Das ist nämlich die tatsächlich relevante Frage. Ja? Also dass wir die Palindromsprache mit Mittenkennzeichnung können, das ist klar, das ist trivial. Ja? Also das können wir auf jeden Fall.
Aber die Frage ist, können wir auch quasi einen nicht-deterministischen Kellerautomaten simulieren? Ja? Und die Frage reduzieren wir jetzt einfach einmal auf die Frage, können wir die Palindromsprache ohne Mittenkennzeichnung erkennen? Ja? Das ist jetzt die interessante Frage. Können wir mit der Loop-Sprache, die ja jetzt Keller implementieren kann, die Palindromsprache erkennen? Wie könnten wir das machen? Ich behaupte jetzt mal, wir können es. Und die Frage lautet, wie? Okay. Ja? Könnt ihr ja die Zeichen vom Wort als Zahlen kodieren, die dann zur Hälfte in den Keller schreiben, die Hälfte des Worts, und wenn man dann alle Zeichen wieder rausnimmt, müsste ja wieder 0 rauskommen. Dann wäre es ein Palindrom. Ja, okay, die Hälfte des Worts in den Keller schreiben. Was hat das jetzt mit Zahlen kodieren zu tun? Ja, ich muss ja irgendwie auf Zahlenwerte. Ja, ja, genau, okay, genau. Also so schreiben wir die in den Keller rein. Also wir können Buchstaben in den Keller reinschreiben, indem wir deren Nummer nehmen. Ja, genau, okay. Ja, aber jetzt, und die Idee ist absolut richtig, wir schreiben die erste Hälfte von dem Wort in den Keller rein und dann machen wir weiter und schauen, ob es passt. Ja? Dann holen wir die wieder aus dem Keller raus und schauen, was danach kommt in unserem Wort, das wir lesen. Aber wie schreiben wir die erste Hälfte in den Keller rein? Da hat ja der Kellerautomat, der deterministische Kellerautomat, ein Problem gehabt. Weil der wusste ja nicht, wann die Hälfte zu Ende ist. Der weiß es ja nicht. Wo höre ich jetzt auf mit reinschreiben? Wir sind ja gerade benichtet. Nee, wir sind bei der Loop-Sprache. Wir sind bei der Loop-Sprache und wir stellen die Frage, ob die Loop-Sprache den nicht-deterministischen Automaten simulieren kann. Wir könnten ja das Palindrom, was wir da haben, einfach mal zählen. Das geht ja auch in der Loop-Sprache. So ist es. Dann können wir da die mit rausfinden. Genau, so ist es. Mit der Loop-Sprache können wir doch ganz einfach die Länge von dem Wort zählen. Ja? So. Und ja, wenn wir das können, dann können wir die Länge durch 2 teilen. Gut, da gibt es jetzt nur gerade und ungerade Längen, aber wir teilen es durch 2 und schneiden dann ab. Und dann wissen wir, was wir in den Keller reinschreiben müssen. Fertig, ja? Und den Rest checken wir dann. Woran liegt es denn jetzt, dass wir mit der Loop-Sprache quasi plötzlich den nicht-deterministischen Kellerautomaten auch noch mit drin haben? Obwohl das ja keine nicht-deterministische Programmiersprache ist. Oder andersrum, welches Manko hat der Kellerautomat? Der weiß die Länge ja nicht. Wir wissen die. Hier wissen wir die Länge auch nicht. Also unser Loop-Programm kriegt natürlich nur das Wort als Eingabe. Und wir sagen nicht wieder zu, wie lang das ist. Aber unser Loop-Programm kann das ganz einfach rausfinden. Unser Loop-Programm kann die Länge von dem Wort ganz einfach rausfinden. Ja? Ja, wobei so ganz einfach ist es ja auch nicht, weil wir müssen ja unser Wort irgendwie auch kodieren als Zahl. Ja, genau. Wir müssen unser Wort als natürliche Zahl kodieren. Das ist natürlich schon mal interessant. Und da haben wir eigentlich ein ähnliches Problem wie bei unserer Cantor-Funktion. Wir müssen das Wort in eine ganze Zahl reinkodieren. Wie können wir denn das machen mit der Loop-Sprache? Ja. Also mit den Mitteln, die wir da haben. Wie kodieren wir eine beliebig lange Zeichenkette in eine natürliche Zahl? Und das ist letztlich, schauen Sie, das ist letztlich die ganze Informatik. Das ist ganz wichtig, wenn man das verstanden hat, und das werden wir jetzt auch noch öfter brauchen.
Und übrigens, Sie als Informatiker machen das tagtäglich. Unsere Computer tun nichts anderes, als immer beliebig komplexe Multimedia-Datenbanken, was auch immer, als natürliche Zahl darstellen. Das ist Ihnen vielleicht bisher nicht bewusst gewesen. Und zwar warum? Ja, weil unsere Computer arbeiten binär. Das heißt, unser Hauptspeicher, unsere Festplatte, ist doch nichts anderes als eine Liste mit Bits, mit Einsen und Nullen. Und wenn wir jetzt diesen Hauptspeicher, der jetzt so und so viel Gigabyte hat, ja, den können wir einfach nur als natürliche Zahl hinschreiben. Der Speicherinhalt ist doch nichts anderes als eine natürliche Zahl. Mit natürlich so und so vielen Milliarden Bits. Aber diese Bitfolge kann ich ja immer als binäre Repräsentation einer natürlichen Zahl ansehen. Also, das heißt, ich muss mir eigentlich bloß überlegen, ich kann ja zum Beispiel jetzt meine Zeichenkette als Folge von ASCII-Codes hinschreiben. Ja? Und das heißt, wir haben dann 8 Bit für das erste Zeichen, 8 Bit für das zweite Zeichen und das ist eine Folge von Einsen und Nullen. So. Und jetzt müssen wir nur noch ein Loop-Programm schreiben, das diese binäre Folge interpretiert. Ja? Das ist es. Das heißt, es schaut die ersten 8 Bit an und weiß dann quasi, welche Nummer hat das erste Eingabezeichen. Und dann die Nummer des zweiten Eingabezeichens und so weiter und speichert die in interne Variablen und dann kann es losgehen. Ist das soweit klar? Wem es nicht klar ist, der sollte als Übungsaufgabe ein Loop-Programm schreiben, das Palindrome erkennt. Das wär eine nette Übung. Okay, also, wir sind in der Lage, ein Loop-Programm zu schreiben, das beliebige Palindrome ohne Mittenkennzeichnung akzeptiert. Und damit sind wir so mächtig wie der nicht-deterministische Kellerautomat. Gut. Und sprich, wir können also mit der Loop-Sprache Typ-1-Grammatiken erkennen. Typ-1-Sprachen erkennen, ja. Gut. Und aber wir sind natürlich noch nicht zufrieden mit unserer Loop-Sprache, weil wir wollen eigentlich mehr als Typ-1-Grammatiken erkennen, beziehungsweise, wenn Sie die Ackermann-Funktion anschauen, das wissen wir ja, die ist nicht Loop-programmierbar und das ist frustrierend, ja? Weil mit einer Programmiersprache, die Rekursion kann, können wir ganz leicht die Ackermann-Funktion implementieren. Deswegen sind uns Loop-Programme zu schwach. Und wir schauen uns als nächstes jetzt While-Programme an. Und die unterscheiden sich von den Loop-Programmen nur in diesem letzten Punkt. Bis hierher haben wir Loop-Programme. Und jetzt kommt noch dazu ein weiteres Schleifenkonstrukt, while, do, end. Ja? Und die While-Sprache, die wird die Ackermann-Funktion berechnen können, aber erst einmal schauen wir uns die Semantik der While-Sprache an. Ja? So, und dazu brauchen wir die Terminierungsmenge TI, die wir hier definieren. Ja? Diese Terminierungsmenge TI enthält alle natürlichen Zahlen K, 0 auch erlaubt, derart, dass Delta von V, P hoch K, also das Programm P, K mal ausgeführt, an der Stelle XI die 0 ergibt. Also die ith Variable XI, dass die ith die Variable XI den Wert 0 annimmt. Ja? Und ich meine, das hängt natürlich mit der While-Sprache zusammen, weil wir überlegen uns jetzt, wenn dieses P sei jetzt zum Beispiel so ein While-Schleifenrumpf, und die Frage ist doch, wie oft müssen wir den Schleifenrumpf ausführen, sodass so eine While-Bedingung erreicht ist? Und die While-Bedingung, die heißt jetzt, wir erlauben als While-Bedingung nur
wir geben da eine Variable an und solange die Variable ungleich 0 ist, wird die Schleife ausgeführt. Ja. So, und wir müssen, und diese Terminierungsmenge, die da sehen wir jetzt, die liefert die Menge all der Zahlen k zurück, bei denen, also die Zahl der Schleifendurchläufe, nach denen wir eine Null haben. Ja? Und es kann ja übrigens sein, dass unsere While-Schleife, also dieses Programm, das wird nach und nach dem 5. ausführen, ist die Variable 0, und nach dem 12. wieder und nach dem 130. und so weiter. Also da können viele Nullen drinstehen. Also nicht hier, also hier. Diese Menge, das ist wichtig, das ist die Menge der Ks, die Menge der Anzahl Schleifendurchläufe, für die die Variable xi den Wert 0 annehmen kann. So. Und deswegen ist jetzt wichtig, wir brauchen das kleinste Element, das kleinste k aus dieser Menge. Also wann wird die Variable xi zum ersten Mal 0? So. Und damit können wir jetzt die Semantik der While-Schleife definieren. Ja, schauen wir uns gleich mal das an. Delta von V, V ist der aktuelle Speicherinhalt von meiner Maschine. Ja, das ist ja der Variablenvektor. Und jetzt haben wir dieses While-Programm. While xi do p. Und wie gesagt, es ist so zu interpretieren, while xi ungleich 0, ja, ich meine, klar, das hätten Sie auch so interpretiert, weil in klassischen Programmiersprachen steht ja hier eine boolesche Bedingung und solange die wahr ist, führen wir das aus. Und das heißt, wenn da 0 steht, dann ist Schluss. Ja? Okay, so, jetzt die Semantik von diesem While-Programm ist undefiniert, falls ti gleich leer. Falls ti die leere Menge ist. Schauen wir uns gerade nochmal an. Falls ti die leere Menge ist, das ist ja die Menge aller k, das heißt die Menge aller Anzahl Schleifendurchläufe, für die die Variable xi 0 wird. Naja, wenn die Menge leer ist, dann kann ich die Schleife so oft durchlaufen lassen, wie ich will. Die Bedingung wird nie erreicht. Das heißt, diese While-Schleife ist undefiniert, weil sie terminiert nie und liefert damit nie einen Wert zurück. Okay, und Sie sehen, hier haben wir jetzt quasi das undefiniert. Ja, ja. Und im anderen Fall, falls diese Terminierungsmenge nicht leer ist, ist die Semantik hiervon die gleiche wie die hiervon, nämlich Delta von V, P hoch min von Ti. Dieses Programm P, der Schleifenrumpf, wird genau Minimum von Ti mal durchlaufen. Dann, wenn das Xi zum ersten Mal 0 wird, dann hört es auf. Also ich meine, Sie können natürlich sagen, das ist aber geschwollen ausgedrückt, das hätte er auch einfacher sagen können. Ja? Nämlich, wir hätten auch sagen können, wenn das xi zum ersten Mal 0 wird, dann ist Schluss und so oft wird dieser Schleifenrumpf angewendet. Ja? Okay. Ja, interessant ist, dass das While-Konstrukt ist eine partielle Funktion. Ja, das ist eine Funktion, die eben nicht definiert ist, wenn diese Terminierungsmenge leer ist. Okay, so, ja, jetzt haben wir die While-Sprache definiert und jetzt können wir sofort zeigen, dass wir mit der While-Sprache die Loop-Sprache, oder nicht mit der While-Sprache, weil der Loop-Befehl ist sowieso drin, viel wichtiger ist, dass wir eigentlich, wir hätten eigentlich hier
das hier hätte man ohne weiteres weglassen können. Ja? Weil mit dem Wahlkonstrukt können wir natürlich die Loop-Schleife definieren, simulieren. Und zwar so. Also wenn wir so eine Loop-Schleife haben, mit der wir xi mal den Schleifenrumpf p durchlaufen, dann können wir den so simulieren. Wir nehmen eine Variable xj, wir sagen xj gleich xi und sagen jetzt, while xj do p xj gleich Predecessor von xj. Also wir zählen dieses xj so lang runter, so oft, wie unser xi hier drüben war. Ja? Und das heißt, dann ist genau nach i durchläufen dieses xj 0 und wir haben genau das erreicht, was wir vorher hatten. So, jetzt noch eine interessante Frage. Warum? Ich schreibe Ihnen jetzt einmal ein anderes Wahlprogramm an die Tafel, das viel einfacher ist und eigentlich ja, dasselbe tut. Nämlich, weil xi du p und dann xi gleich Predecessor von xi end. Also das ist doch einfacher, da brauche ich nicht noch das xi auf xj zuweisen. Aber das ist gefährlich. Es ist besser, wenn wir das so machen. Da kann es passieren, dass in dem P irgendwas passiert mit dem XI. Genau. So ist es. In dem P drin könnte ja das XI verändert werden. Ja? Und das ist ja die Semantik und das ist der Unterschied zwischen While- und Loop-Sprache. Ganz wichtig. Bei der Loop-Sprache hier, da wird quasi, bevor die Schleife ausgeführt wird, wird die Variable xi ausgelesen und dieser Wert wird verwendet, um xi Kopien von p herzustellen. Ja? Also wenn xi hier den Wert 5 hatte, dann werden 5 Kopien von P statisch an der Stelle hergestellt und wenn dann das XI danach verändert wird, das interessiert niemanden. Wir haben die 5 Kopien von P und das war's. Das passiert aber bei der While-Schleife nicht. Das heißt, wenn in der While-Schleife das XI verändert wird hier, dann haben wir eine andere Zahl Durchläufe. Das ist ja, ich meine, genau das wollen wir ja haben. Wir wollen ja die While-Schleife, die soll ja in der Lage sein, irgendwelche Iterationen auszuführen und dann zu terminieren, wenn bestimmte Bedingungen erreicht sind. Das heißt, ich will ja gerade, dass diese Variable in der Schleife verändert wird und hier immer abgeprüft wird, dieser veränderte Wert. Da wollen wir das nicht. Hier wird eine statische Zahl von Kopien erzeugt und das war's. Okay. Gut, ja, alle gängigen Arithmetikoperationen lassen sich auch mit Hilfe von While-Programmen simulieren. Zum Beispiel, also wir haben ja hier nur while xi do. Ja? Aber wir können natürlich auch so eine boolsche Bedingung, weil x kleiner y reinschreiben, ist klar. Ich meine, wir nehmen die Variable z gleich y minus x und schreiben dann z hier rein und fertig. Ja? Und dann ist klar, sobald z gleich 0 wird, ist ja x nicht mehr kleiner y, sondern x gleich y und dann terminiert das Ganze. Genauso x größer y oder x gleich y. Ich will da jetzt nicht auf die Details eingehen aus Zeitgründen. So,
Ja, Definition von while berechenbar. Also, wir haben eine Funktion von n hoch n nach n, und zwar eine partielle Funktion. Das ist jetzt das Interessante. Wir haben eine partielle Funktion über die natürlichen Zahlen, und so eine Funktion, die heißt while berechenbar, falls ein while-Programm p mit den folgenden Eigenschaften existiert. Nämlich Delta von 0,x1 bis xn, das sind die Input-Parameter, Komma p ist gleich undefiniert, falls f undefiniert ist, und ist gleich hier an der ersten Stelle, nämlich bei x0, steht hinterher der Funktionswert, falls f definiert ist. Ja? So, das ist die Definition von while berechenbar. Ja, und interessant ist natürlich, dass wir damit partielle Funktionen weil die While-Programme eben auch nicht terminieren können, implementieren die partielle Funktionen. Ups. Ja. So, ja, jetzt ist die Frage, können wir irgendwie Rekursion implementieren mit While-Programmen? Und die Antwort, ohne jetzt ganz ins Detail zu gehen, lautet, ja, für bestimmte Arten von Rekursion können wir das sehr wohl machen. Ja? Und zwar, ja, genau, hier steht's. Wenn der Funktionsaufruf ganz am Ende, also der rekursive Aufruf muss am Ende von unserem Programm stehen. Ja? Wenn er das tut, dann können wir quasi den Funktionsrumpf innerhalb von einer While-Schleife ausführen, und die Aufrufparameter von unserer Funktion, die schreiben wir auf den Stack drauf. Ja? Die schreiben wir auf den Stack drauf. Und wenn dann der rekursive Aufruf ausgeführt war, dann nehmen wir die wieder runter vom Stack. Und wenn der Stack leer ist, dann verlassen wir die While-Schleife. Ja? So, aber das geht nur, wenn wir Teilrekursion haben. Also wenn quasi der rekursive Aufruf das letzte Statement von meinem Programm war. Ja? Ja, weil sonst wissen wir nicht mehr, eben wohin wir quasi zurückspringen müssen. Schauen wir das vielleicht an einem Beispiel an. Hier haben wir die Ackermann-Funktion implementiert in C. Ja. So, und Hier haben wir den rekursiven Aufruf der Ackermann-Funktion, beziehungsweise hier, aber das ist jeweils immer das letzte Statement, weil wir haben ja hier einen Return. Ja? Das heißt, wenn wir hier sind, machen wir einen rekursiven Aufruf, falls m gleich 0 ist, andernfalls machen wir hier als letzter Befehl den rekursiven Aufruf. Ja? So, das ist das entsprechende While-Programm. Und Sie sehen, hier haben wir keinen rekursiven Aufruf mehr. Wir tun am Anfang, also wir rufen auf Ackermann auf den Zahlen n und m. Das heißt, wir tun n und m erst einmal auf den Stack. Und dann gehen wir in diese While-Schleife rein und lassen die so lange durchlaufen, solange auf dem Stack was drauf ist. Ja. Dann nehmen wir erst einmal die beiden Elemente von dem Stack runter. Und if x gleich 0, ja, das ist das hier. X ist das erste Element. Moment, ist das richtig? Genau, wir tun erst n drauf und dann m. M ist dann oben, also holen wir y, das entspricht dem m zuerst raus, und x entspricht dem n. If n gleich 0, then push y plus 1, stack. If n gleich 0, return m plus 1. Das entspricht diesem push y plus 1 auf den Stack. Ja. So, else if
y gleich 0, das ist das hier, then push x minus 1, 1. Hier. Else, was ist denn das else? Ja, das ist das hier. Push x minus 1, x, y minus 1. N minus 1, n, m minus 1. Genau, und wenn wir dann ganz durch sind, dann wird der Returnwert x0 als Returnwert ausgegeben. Okay, gut. Ja, hier haben wir nochmal ein Beispiel. Ja, das will ich jetzt weglassen. Schauen Sie sich das gegebenenfalls daheim an, aber aus Zeitgründen möchte ich das jetzt nicht im Detail ausführen. Okay, so. Ja, genau. Und zwar, wenn wir jetzt hier nochmal diese Knuth'sche Up-Arrow-Funktion anschauen, also dieses Successor, Addition, Multiplikation, Potenzierung und das auf beliebiger Ebene, da brauchen wir ja für Loop-Programme linear viele geschachtelte Schleifenebenen. Ja? So. Und deswegen können wir ja genau die Ackermann-Funktion nicht Loop berechnen, weil wir, wenn das n ein Parameter ist, die Zahl der Schleifenschachtelungsebenen nicht dynamisch anpassen können. Mit While-Programmen geht es hingegen. Ja, genau. Und zwar unter anderem wegen diesem Satz von Kleene, der besagt, jede while-berechenbare Funktion lässt sich durch ein while-Programm mit nur einer einzigen while-Schleife berechnen. Das ist natürlich schon eine starke Aussage. Das wussten Sie vielleicht bisher auch nicht. Ja? Also wenn ich ein while-Programm habe, mit vielen geschachtelten while-Schleifen ineinander geschachtelt, dann lässt sich das transformieren in ein anderes While-Programm, das nur noch eine einzige While-Schleife hat. So, den Beweis, den führen wir jetzt noch nicht, den lassen wir tatsächlich ganz weg. Im Buch ist er drin. Der Beweis wird mit Hilfe der Go-To-Sprache geführt werden. Ja? Also, genau, aber das schauen wir uns demnächst an. Okay. Das ist quasi eine Argumentation dafür, dass wir die Ackermann-Funktion per While-Programm berechnen können. Ja, und ein anderes Argument, das haben wir ja gerade eben hier gesehen, ja? Also beziehungsweise hier. Hier ist ja quasi die Übersetzung der Ackermann-Funktion in ein While-Programm. Ja, und interessant ist natürlich auch, und das sehen wir hier jetzt auch schön, es ist nur eine While-Schleife. Okay, Go-To-Programme. So, und das ist jetzt nur so ein ganz kurzer Abriss. Ja? Wir definieren hier nicht einmal sauber formal die Semantik, die Syntax und Semantik der Go-To-Programme, einfach auch aus Zeitgründen. Und außerdem sind ja Go-To-Programme heute nicht mehr allzu interessant in der Programmierung. Oder haben Sie irgendwo im Studium jetzt gelernt, Go-To-Programme zu schreiben? Oder das überhaupt jemals getan? Ja? Ja? Assembler. In Assembler, ja, okay. Aber auch in C öfters mal vor. Geht es überhaupt in C? Das wusste ich gar nicht, ja? Also man kann in C Labels vergeben. Wie sieht denn das dann aus? Das ist einfach ein Name, Doppelpunkt. Ach so, ich schreibe ein Statement, Name, Doppelpunkt. Und dann, okay, dann habe ich so ein Label. Genau, weil ich habe das in C gar nie angewendet. Ich weiß das aus meinen Anfangszeiten in Fortran. Ja? Bei Fortran, ich glaube, da war es so,
da dürften normale Programmstatements erst ab der Spalte 7 beginnen. Ja? Und was vor der Spalte 7 steht, da kann man dann, glaube ich, eine Zahl hinschreiben. Das ist dann ein Label für die entsprechende Anweisung. Shell-Skripte gibt es auch noch. Genau, bei Shell-Skripten, da habe ich es tatsächlich auch schon angewendet, das stimmt. Ja. Das habe ich nirgendwo gern gesehen. Ja, ja, so ist es. Wird aber nirgendwo gern gesehen. Ja. Also ich meine, es ist eigentlich, wie soll ich sagen, für einen Programmieranfänger ist es ja immer ganz nett und einfach. Wenn es irgendwie zu kompliziert wird, dann sagt man, ah ja, eigentlich müsste es da weitergehen, schnell ein Label hin und dann da hinspringen, aber ruckzuck blickt kein Mensch mehr durch. Und deswegen ist es vielleicht besser, man macht sich ein bisschen Gedanken, wie man das mit anderen Konstrukten tun könnte. Ja, okay. Also wir, wie gesagt, wir gehen nicht in die Details ein, sondern schauen uns nur kurz diesen Satz an. Die Klasse der wahlberechenbaren Funktionen stimmt mit der Klasse der go-to-berechenbaren Funktionen überein. Also sprich, jetzt müssen wir doch noch zwei Worte sagen über die go-to-Sprache. Die go-to-Sprache ist nichts anderes als die Loop-Sprache zusammen mit dem go-to-Konstrukt. Ja, also zusammen mit der Fähigkeit, Labels zu vergeben und an die hinzuspringen. Ja. Und damit kann ich dann quasi Weilschleifen simulieren. So. Und jetzt der Beweis von dem Satz von Clean, den wir hier gerade gesehen haben, nämlich jede wahlberechenbare Funktion lässt sich durch ein Weilprogramm mit nur einer Weilschleife berechnen. Ja, das geht ganz einfach. Und zwar jedes While-Programm lässt sich in ein äquivalentes Go-To-Programm transformieren, wegen diesem Satz. Ja? Okay, wenn ich das gemacht habe, dann nehme ich dieses Go-To-Programm her. Und das ist jetzt interessant. Jedes Go-To-Programm lässt sich nämlich in ein äquivalentes While-Programm mit nur einer einzigen Schleife transformieren. Das ist eine ganz nette Konstruktion. Schauen Sie sich das vielleicht im Buch mal an, wenn Sie sich dafür interessieren. Also gegeben ein beliebiges Go-To-Programm, kann man ein While-Programm basteln, das eine Schleife hat und dieses Go-To-Programm abarbeitet. Ja. Letztlich ist das nichts anderes als, ich habe eine Schleife, die praktisch immer quasi ein Interpreter für Go-To-Programme darstellt. Ja. Diese Schleife durchläuft praktisch immer diese Labels. Wo springe ich denn als nächstes hin? Wo springe ich hin? Und das wird andauernd durchlaufen. Ja. Und dieses Wahlprogramm hat dann eben nur noch eine Wahlschleife. Und damit, also können wir jetzt, wir nehmen ein beliebiges Wahlprogramm her, das vielleicht viele geschachtelte Wahlschleifen hat. Das können wir umwandeln in ein äquivalentes Go-To-Programm. So, und dieses Go-To-Programm, das wandeln wir jetzt wieder um in ein Wahlprogramm und das hat dann am Ende nur noch eine Wahlschleife. Okay, hier nochmal das Ganze schematisch dargestellt. Also dieser Pfeil heißt praktisch, eine Programmart lässt sich, A ist simulierbar durch B. Also B ist dann quasi die mächtigere Sprache. So, und wir haben gezeigt, Loop-Programme lassen sich durch While-Programme simulieren und While-Programme durch Go-To-Programme und umgekehrt. Also die beiden sind äquivalent und While-Programme sind stärker als Loop-Programme. Okay, so. Ja, jetzt geht's weiter. Jetzt schauen wir uns rekursive Funktionen an. Ja? Und zwar dieses rekursive Funktionen, das ist jetzt ein Begriff aus der Mathematik. Ja? Ja. Und zwar, wir starten mit der primitiven Rekursion. Gegeben sei eine Funktion g von n0 nach n0 und eine Funktion h von n0 hoch 3 nach n0, also h hat 3 Argumente, und eine Funktion f mit 2 Argumenten. Und diese Funktion f, das ist eine primitiv-rekursive Funktion, wenn sie so eine Form besitzt. Nämlich, wenn f von m, n gleich g von n ist, falls m gleich 0, also falls das erste Argument 0 ist, und andernfalls ist f von m, n gleich h von f von m minus 1, n,
m minus 1 und n. Ja? Also, Sie sehen, für m ungleich 0 ist meine Funktion quasi, die ruft sich selber auf, aber mit m um 1 erniedrigt. Also wir zählen quasi dieses m, ist sowas wie ein Zähler, den wir immer weiter runterzählen, so lang bis m gleich 0 ist und dann terminiert diese Rekursion. So, als Beispiele Addition. Die Addition von m, n ist gleich n, falls m gleich 0 und ist gleich Successor von add von m minus 1, n, falls m größer 0. Ja. Also das, was hier steht, ist ja nichts anderes als, schreiben wir das gerade als Formel hin, das, was da steht, ist m minus 1 plus 1, oder? Ne, sorry, plus n plus 1. So. Ja, und das ist m plus n. So, also das heißt, wir können die Addition über eben diese primitive Rekursion so definieren. Wir sehen ja, dies, also m plus n ist jetzt rekursiv definiert darüber. Ja? Und dann können wir natürlich die Multiplikation auch so rekursiv definieren, indem wir die Addition verwenden. Also das entspricht genau dem Schema, was wir eben auch hatten bei der Definition, was wir uns angeschaut hatten am Anfang, als wir diese arithmetischen Operationen definiert hatten. Genau. So. Gut, jetzt nochmal, hier haben wir nochmal die Definition auf dieser Folie. Und ja, dieses Konstrukt hier für die Funktion f ist ja nichts anderes. Also wir könnten das natürlich auch über eine Loopschleife machen. Hatten wir ja gemacht, Definition von Addition und so weiter. Und das, was wir hier haben, das ist quasi eine rekursiv implementierte Schleife. Und m ist die Schleifenvariable. Sowas nennt man dann eine lineare Rekursion. Eine lineare Rekursion, die nur einen rekursiven Aufruf hat. Jawohl, so. Und jetzt können wir definieren die Menge der primitiv-rekursiven Funktionen. Also da fangen wir ganz elementar an und sagen, die Nullfunktion ist primitiv-rekursiv. Also die Funktion, die immer den Wert 0 zurückliefert. Die Nachfolgerfunktion ist primitiv-rekursiv. Die Projektion ist primitiv-rekursiv. Was ist das Projektion? Pin von x1 bis xn. Also das ist eine n-stellige Funktion, die akzeptiert n Argumente und liefert mir aber das ite zurück. Ja? Die liefert mir xi zurück. Die ist auch primitiv rekursiv, also damit kann ich aus einer Liste von Argumenten eins auswählen. So, wenn ich zwei primitiv rekursive Funktionen habe, h, die ist k-stellig und g ist n-stellig, dann ist auch die Komposition, also h nach g angewendet. H auf g1 bis xn und so weiter bis gk von xn. Das ist auch eine primitiv-rekursive Funktion. So, und wenn g und h primitiv-rekursiv sind, dann ist auch f von m, x1 bis xn mit diesen Eigenschaften auch primitiv rekursiv. Ja? Und zwar f von 0, x1 bis xn ist g von x1 bis xn. Das ist quasi jetzt der Terminierungsfall. Und jetzt kommt die Rekursion. Ja?
Jetzt kommt die primitive Rekursion, nämlich f von m plus 1, x1 bis xn ist h von f von m. Also hier wird das m um 1 runtergezählt, dann der Zähler m hier mit reingeschrieben wieder, x1 bis xn. Ja. Also wenn wir das hier sehen, das ist genau dieses primitive Rekursionskonstrukt, das wir hier hatten mit dem kleinen Unterschied. Hier steht m und da m minus 1. Und da steht m plus 1 und m, aber es kommt ja genau das gleiche raus. So, das ist die Menge der primitiv-rekursiven Funktionen. Und also das ist ja, was wir hier jetzt haben, wichtig. Und das wird uns im Folgenden immer weiter interessieren. Weil wir stellen uns jetzt die Frage, oder wir suchen den Zusammenhang immer zwischen der Mathematik und der Informatik. Also wir schauen uns irgendwelche Funktionen aus der Mathematik an und fragen uns, sind die loop-berechenbar, while-berechenbar und so weiter. Ja? So. Wie gesagt, ich meine hier, wenn Sie das anschauen, das ist nur Mathematik. Wir reden hier über eine Klasse von Funktionen. Nirgends geht es irgendwie um einen Berechnungsbegriff. So, aber hier steht natürlich jetzt eine starke Aussage, nämlich die primitiv-rekursiven Funktionen sind loop-berechenbar. So, wenn wir das jetzt zeigen wollen, naja, was müssen wir denn dann tun? Sorry, hier sind wir. Naja, wir müssen zeigen, dass diese Konstrukte alle per Loop-Programm ausgerechnet werden können. Ja, also das haben wir, das ist trivial, die Nullfunktion, dann Successor sowieso auch. Projektion auch, Komposition, da wird es vielleicht interessant und damit geht es auch hier los. Also das ist die Komposition hier und die lässt sich natürlich auch loop berechnen, nämlich indem ich das hier ausrechne, auf eine Variable zuweise und so weiter, alle Argumente auf eine Variable zuweise und dann h von diesen Variablen ausrechne, das ist trivial. Ja? So, und die primitive Rekursion, die ist auch loop-berechenbar, indem wir, ich meine, das ist klar, also, Moment, g von, ja, klar, also wir haben ja hier f von 0 ist g von x1 bis xn und das rechnen wir hier am Anfang aus, ja. Also wir rechnen erst g von x1 bis xn aus und setzen y gleich 0. Und dann lassen wir hier eine Schleife m mal durchlaufen und tun jeweils immer dieses, also dieses m hier ist die Zahl der Durchläufe. Wir sehen ja, wir brauchen m Durchläufe. Ja? Und jetzt müssen wir aber hier noch diesen Index hier hochzählen. Und dazu nehmen wir dieses y hier. Y gleich Successor von y. Am Anfang war das 0. Und jetzt rechnen wir aus x0 gleich h von x0. Und das x0 war ja das hier. Das heißt, beim ersten Aufruf steht hier f von 0, x1 bis xn drin. Und das ist das hier. Das ist g von x1 bis xn. Ja. So, und dann wird rekursiv genau das hier, das was hier steht, ist nichts anderes als was wir hier haben. Ja. Okay, also das heißt, die primitive Rekursion können wir loop berechnen. So. Gut, und damit haben wir diesen Satz. Die Klasse der primitiv-rekursiven Funktionen stimmt mit der Klasse der loop-berechenbaren Funktionen überein. Und damit
wissen wir auch, dass alle primitiv-rekursiven Funktionen total sind. Und es gibt keine partiellen primitiv-rekursiven Funktionen. Aber es gibt totale Funktionen, zum Beispiel die Ackermann-Funktion, die sich nicht primitiv-rekursiv formulieren lassen. Ja? So, das heißt, die Klasse der primitiv-rekursiven Funktionen ist noch zu schwach, um jetzt über Wahlprogramme zu reden. Und die Lösung hierfür, für das Problem, heißt Mührekursion. Wir brauchen jetzt eine stärkere Klasse rekursiver Funktionen. Aber das machen wir dann beim nächsten Mal.